18 Uhr auf einem Kinderspielplatz in Markelfingen. Schichtbeginn für die Jugendschutzstreife der Radolfzeller Polizei. Alle alt genug, oder? Ja. Wie alt sind wir denn? 18. 18. Nein, 19. Wer ist 19? Ich. Okay, weitermachen. Wir haben nach Jugendlichen geguckt, die Alkohol konsumieren oder eventuell auch Drogen. Und diese Plätze im Dunklen, Verborgenen, die sind eigentlich prädestiniert dafür. Doch Alkohol und Drogen sind heute nicht die einzigen Sorgen von Polizeihauptmeister Uwe Kanja und Polizeiobermeisterin Amelie Delis. Der Staatsschutz spricht zwar lediglich von einer abstrakten Terrorgefahr, trotzdem wäre ein Anschlag auf einem Fest wie diesem fatal. Wir leben momentan in einer, sagen wir mal, sehr schwierigen Zeit, wo auch der Terror leider in unserem polizeilichen Alltag mit hineinspielt, wo wir auch ein Augenmerk aufhaben müssen. Wobei man das hier bei der Menge überhaupt nicht überblicken kann. Hier sind verkleidete Menschen, Helfsträger, die Spaß haben wollen, feiern wollen. Wenn hier irgendeiner mit einem Rucksack rumrennt, das können wir nicht verhindern. Gemeinsam mit der Polizei hat die Markelfinger Narrenzunft ein Sicherheitskonzept ausgearbeitet. Eine Absage des Zunfttreffens kam für Narrenpräsident Alfred Schwarze nicht in Frage. Die Terrorgefahr ist natürlich auch groß, aber wie soll ich mich da davor schützen? Da könnte das ganze Dorf mit Betonblocker umringen und nachher ist einer mit der Pistole da und das kann man nicht. Viel konkreter ist die Gefahr, die vom Alkohol ausgeht. Der Umzug ist noch nicht vorbei, da wird in der Polizeiwache das erste Alkoholopfer angeliefert. Der junge Mann hatte wohl schon vorgeglüht, also vor Beginn der Veranstaltung reichlich Alkohol konsumiert. Bis der 16-Jährige von seiner Mutter abgeholt wird, muss er die Zeit im Ausnüchterungsgewahrsam verbringen. Ob er will oder nicht. Unterdessen wird die Jugendschutzstreife von der Security zu einer Schlägerei auf dem Festgelände gerufen. Dieser 15-Jährige ist mit einem Narren aneinander geraten. Der Flüchtling aus Afghanistan, der offenbar ohne Begleitung seiner Eltern nach Deutschland gekommen ist und ein, zwei Bier getrunken haben will, wird erst einmal einem Alkoholtest unterzogen. Sie holen Luft und pusten rein, bis ich Stopp sage, ja? Also, Sie sind in Gewahrsam genommen, wir fahren auf die Polizeidienststelle, okay? Ja? Sie haben eindeutig zu viel Alkohol. 1,46 Promille. Schauen Sie mal hier. Das ist für 15 Jahre, also mehr als zu viel. Wie reagieren Leute aus anderen Ländern auf Sie als Polizistin? Also ich persönlich habe bisher noch keine schlechten Erfahrungen gemacht damit. Im Gegenteil. Also lassen Sie mit sich reden. Klar haben wir immer einen männlichen Kollege dabei oder meistens. Aber ich persönlich keine negativen Erfahrungen. Auch die Leibesvisitation lässt der Betrunkene anstandslos über sich ergehen. Nach der Befragung im Revier werden die Polizisten ihn zu seiner Flüchtlingsunterkunft fahren. Als kleines Dankeschön für den Taxiservice wird er sich im Streifenwagen übergeben. Inzwischen ist es Mitternacht. Auf dem Fest steigt der Alkoholpegel gemeinsam mit dem Aggressionspotenzial. Und so mancher Besucher, wie dieses Mädchen, beendet den Abend im Krankenhaus. Ein Problem? Viele Jugendliche bringen ihren Alkohol selbst mit. Ist Wodka in deiner Altersklasse nicht ein bisschen krass? Nein. Die Security oder unsere Ordner, die dürfen ja den Alkohol nicht nehmen. Oder die können Polizei anrufen und sagen, da haben wir welche. Das machen wir auch, aber es ist schwierig. Schließlich muss die Jugendschutzstreife schon zur nächsten Schlägerei. Dieser Mann hat eine blutende Platzwunde am Kopf. Ob sie von einem alkoholbedingten Sturz stammt oder von einem Schlag, ist unklar. Nur eins ist sicher. Die Leute hier trinken. Und je voller der Kanal ist, desto unvernünftiger werden sie. Verliert man da nicht die Lust an der Farce, nicht privat? Absolut nein. Sie gehen trotzdem gerne auf die Farce. Genau, klar. Das gehört ja dazu. Ich meine, es ist bei jeder Veranstaltung so. Ob Fasnacht oder Seenachtsfest, es gehört einfach mit dazu. 3 Uhr morgens, Schichtende. Morgen haben die beiden frei. Und diese Auszeit haben sie sich redlich verdient.